Hallo, wir machen weiter bei Sonic 2. Das letzte Mal haben wir ein bisschen arg leise die Dark Story begonnen. Jetzt sollte es besser sein von der Lautstärke her. Wir sind bereits mit Eggman durch sein erstes Level gegangen und haben dann Shadow kennengelernt. Das heißt, Eggman hat Shadow gefunden. Und das Kennwort, um Shadow nicht freizuschalten, aber um seine Gefangenschaft praktisch zu beenden, war Maria. Ich betone es nur nochmal. Und dann sind wir mit Rouge noch durch ein paar Emerald-Level gegangen. Aber das ist nicht weiter relevant. Tja, offensichtlich kommt doch nicht gleich der Kampf gegen Tails. Na gut. Scheiße, das war dumm. Ich hab was vergessen. Und zwar, dass man warten sollte, bis sich das Ding gedreht hat. Aber hey, warum auch immer, was ich noch nicht verstehe, ich hier von meinen eigenen Robotern angegriffen werde, aber gut, das ist wohl einfach so. Machst du nix. Bist zwar Eggman, aber wirst trotzdem angegriffen. So ist es halt. Ja, ich kann leider nur insgesamt den Ton lauter machen. Das heißt, der Sound ist jetzt auch lauter. Ich hoffe, es geht. Ja, die Sicherheitsvorkehrungen sind einfach so gut, dass das ist Gepiepse, dass jeder abgewehrt wird, auch wenn es Eggman selbst ist. Selbstverständlich. Wie sich das gehört. Huch. Erstes Mal. So. Moment, ist der Dings, den holen wir uns mal gerade. So. Oh, ins Feuer sollte man nicht drauf. Das wäre ganz sinnvoll. So. Wenn man den Sound einzeln leiser stellt, ist das. Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Warum gibt's hier mehrere? Achso. Nee. Verstehe ich nicht. Ich! Gott. Das war knapp. Das war richtig knapp. Oh, das ist direkt das nächste Ding. Okay. Kommen wir da auch einfach hoch? Ja, so kann man es auch machen. Ich brauch's ja eh nicht. Ich habe das seltene Teil verfehlt, obwohl es direkt vor meiner Nase war. Hätte ich es jetzt exakt gesucht, oder hätte ich es jetzt wirklich treffen wollen, würde ich mich jetzt ziemlich ärgern. Aber gut. Es ist ja nicht weiter relevant. Da wollen wir nicht hin, das ist nur so ein Tier. Also das ist auch nur ein Tier. Okay. Interessiert uns jetzt leider nicht. Tut mir leid. So. Aber ich hoffe, dass jetzt auch die Musik wieder lauter sein sollte. Und ich jetzt nicht zu leise geworden bin. Das wäre blöd. Das wäre sehr blöd. So. Ach, hier hätte man hochbekommen. Nee, das ist jetzt die andere Seite. Das ist nur ähnlich aufgebaut. Ja, stimmt. Es
ist aber interessanterweise tatsächlich... Oh, da ist der dritte. Haben wir jemals drei geöffnet? Ich glaube nicht. War das dann auch nur... Ach doch, doch, da ist dann das spezielle Tier drin. Doch, ich erinnere mich. Das haben wir schon mal gemacht. Das ist jetzt allerdings in den Abgrund gelaufen. Weil es Lust drauf hatte oder so. Oh, fuck. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegen wir jetzt nochmal sogar 100 Münzen zusammen. Warum auch immer da jetzt Ring in der Ecke waren. Warum auch immer. Was soll's. So. Noch einer. So. Piep! Die Stages mit Tails und Eggman sind einfach die schlimmsten. Von Soundkulisse her schon. So. Ja, und Shadow hat uns gesagt im letzten Part, wir sollen ihn doch auf der Kolonie Ark treffen. So. Und... das werden wir dann wohl auch jetzt als Eggman tun. Aber erstmal wieder zu seiner Basis zurück. Hat er ja auch gesagt. Ist jetzt nichts Neues. So. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich noch sagen wollte, was ich noch mitteilen wollte. Jetzt habe ich mich einfach wieder in die Aufnahme gestürzt und bin nicht sicher, ob alles passt. Aber es wird schon passen. So. Sehr schön. Achso, es kommt ja erst wieder. Ich brauche mich ja gar nicht mehr. Ich brauche mich ja noch gar nicht mehr. Es kommt ja eh erst wieder, Dingens. Blum. Eggman kann das wieder laufen. Renn, Eggman, renn. Ich finde, das sieht super aus. Ach, scheiße. Wie er rennt. Diese graziöse Bewegung. Grazil, nicht graziös, Verzeihung. Oder? Heißt das grazil? Ich glaube. Chaos Emerald und zusammen Space Colony Ark. Hm. また 目撃者の証言によると、犯人は数々の事件から世界を救った英雄、ソニック・ザ・ヘッジホックではないかと推察されています。犯人は軍のガードロボットを次々と破壊し、現在も逃亡を続けています。これはシャドウではないか。 ガラクタとも。 関係者は一人も逃がすな。マリア、お願いよシャドウ、私の代わりにマリア、いつか必ずあの星に住む全ての人たちに、アディオス、 分かっているさ、マリア。約束する。この星に住むすべての復讐を。 Was ist da denn passiert? Und wo war das? Rache.
Rache hatte er also jemandem versprochen. Einer gewissen Maria. Na, Shadow, wenn du das mal nicht falsch verstanden hast. Aber gut, wir sind jetzt Shadow. Wir wollen Zerstörung. Und wir haben bereits einen Chaos Emerald geklaut. Geklaut klingt so doof. Gestohlen. Aus der Nationalbank. Und das hier ist die Stage, in der auch Tails war. Na, nur kurz wieder für Verständnis. Uah. Da wollen wir dann vielleicht doch nicht runter. Sondern hier hoch. Bam. Wobei eigentlich die Stadt auch von selbst ganz gut schon am Zerstören ist. Muss man ja auch mal sagen. Ist hier irgendwas? Ah. Dafür bräuchte ich den Lightspeed Dash. Den habe ich natürlich wieder noch nicht. Kriege ich den noch? Huch. Anscheinend nicht. Moment. Was sagt denn der Omo Zhao dort? Oder kann ich den schon? Nein. Ja, das habe ich noch nicht versucht, Omo Zhao, weil ich den als Shadow noch nicht kann. Das wird schon passen. So. Ja. Shadow, stell dich mal nicht so an, das passt nicht zu deiner Art. Du müsstest das viel besser können. Ich wollte gerade sagen, das Militär zerstört eigentlich am ehesten selbst hier durch die ganzen Angriffe. Wir laufen eigentlich hier nur durch. Aber gut, das. Ja. Kann man so stehen lassen. Doing, 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 doing. So. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut geworden. Ich habe das Ding da unten noch gesehen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Uah. So macht man das ein bisschen stylischer. Ups. Oh. So. Zack. Ah, ich hab's verfehlt. Wie blöd. Wie doof. Zack, go. Leben. Das Leben ist natürlich sehr, 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 sehr gut. Ups. Und hopp, nach oben. Ach, komm schon. Schön, will ich da unten lang laufen. Oh, das ist doof. Will ich nicht. Hopp. Uah. Ach, jetzt. Zizk. Zizk. Dankeschön. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Hier wäre es jetzt sehr sinnvoll, wenn der Dash nicht automatisch losgeht. Sonst habe ich ein Problem, ne? Okay. Okay, go. Na toll. Du Arsch. Ich habe den goldenen Roboter schon wieder verpasst. Nicht, dass der wichtig wäre, aber wenn man nach Punkten spielen wollen würde, wäre es halt schon cool gewesen. Kann ich hier runtergrinden? Ja, ne? Yes. Nice. Einmal durch die Walze. Ich finde auch cool, dass Shadow nicht in dem Sinne rennt, sondern er gleitet mit seinen Schuhen. Und hat dadurch die Geschwindigkeit. Das heißt, er selbst ist eigentlich gar nicht schnell. Sondern es sind in gewisser Weise, wenn ich mich nicht täusche, eher seine Schuhe, die ihn schnell machen. Aber ich kann auch Blödsinn reden. Wenn ich Blödsinn rede, dann tut es mir leid. Ich muss ja irgendwas reden, während ich spiele. Vielleicht im Let's Play wäre das ganz sinnvoll. Irgendwie, ja.
Kommt aber manchmal viel Mist bei raus. Tut mir leid, wenn auch das jetzt Mist war. So. Und runter. Aber ich mag das, wie er eben skatet. Skaten kann man es nennen. Ja, er skatet. Genau. So. Ich bleib dabei. Es wäre mir wirklich lieber, wenn ich den Sound einzeln einstellen könnte. Nicht nur die Musik und den Sound. Aber nein. Was soll's. Wir sind durch. Wenn man hier mit null Ringen herkommt und dann fällt dieses Ding runter, Alter. Boah, das wäre dumm. Yes. So, wir haben einen Chao-Schlüssel, das heißt, wir gehen jetzt in die Chao-World. 15 Minuten und dann machen wir noch weiter. So, storytechnisch. Jetzt wird es Sonic verdächtigt, den Master Emerald gestohlen zu haben, den wir gestohlen haben aus der Nationalbank. Deswegen wird nämlich auch Sonic dann verhaftet. Was ja am Anfang der Hero-Story passiert. Immer schön die Parallelen ziehen, ne? Ich versuche da ein bisschen mitzuhelfen. Wobei man es natürlich auch von selbst, wenn man spielt, mitbekommt. Und dann sollte man es auch als Zuschauer, denke ich, automatisch mitbekommen. Aber ich kann ja ein bisschen nachhelfen. Ah, ich mag das Gleiten. Da sieht man es jetzt. Die Schuhe aktivieren sich. Ich glaube, es ist gar nicht Shadow, der schnell ist, sondern es sind die Schuhe. Hier, zack. Das sind so richtige krasse Gleitschuhe. Also Shadow ist zwar stark, aber ich glaube, er ist nicht schnell. Der Schnelle ist Sonic. Und Shadow ist nur schnell wegen der Schuhe. Aber ich bin mir nicht sicher. Egal. So, next. Nani? まず一つ無限のパワーを生み出す奇跡の石。あれはカオスエメラルド。なるほど、読めたぜ。俺はお前の代わりに軍から追われてるってわけだ。で、そのエメラルド、どうするつもりだ。なんとか言え、この偽物野郎。カオスコントロール。 スピードだ。いや、スピードじゃない。カオスエメラルドを使ったワープしているのか。僕の名はシャドウ。この地上唯一にして究極の存在。今は先を急ぐ。遊びは終わりだ。シャドウだと。こちらルージュ。 エッグマンの基地を発見しました。これから潜入を開始します。とは言ったものの、まずは扉の鍵を探してこなくちゃダメみたいね。 Jo, auch Rouge darf durch diese tolle Pyramiden-Stage durch, die wir schon mit Knuckles gesehen haben, um die drei Schlüssel zu finden. Dann werden wir das mal tun. Toll. Aktuell kann sie natürlich noch nicht durch die Wand krabbeln, so wie es Knuckles dann konnte. Das heißt, ich sollte mich erstmal ein bisschen... Sehr weit kommt wahrscheinlich. Boah, Alter, was war das denn? Das hat ja was von Sans Attacke. Oh, da ist der erste Dings. Huch, was fährt denn hier durch? Ach, wenn mich das Viech sieht, dann kriege ich hier so ein Dings drauf. Das ist ein Überwachungsbot. Wusste ich alles gar nicht mehr. Wo ist denn das Ding, das blinkt hier? Mann! Hier blinkt es nicht mehr. Sehr schön. Da
Verschlüsse vergraben. Hast du aus dem Graben gefunden? Noch nicht, aber das werden wir wohl noch bekommen. So, den Schlüssel nehme ich wieder mit. Nicht, weil ich in die Ciao-Welt will, sondern damit wir... Wisst ihr schon. Auch wenn ich es gerade wieder nicht ausdrücken kann. Damit wir den Part gut beenden können. Toll. Oh, das war eine Falle. Ups. Ja, das heißt Falle nicht, aber... Da ist... verbuddelt. Picknails. Grab in Boden und Wände. Ja, kennen wir ja schon. Das ist der lustige Raum, wo ich mich damals schon so gewundert habe. Da kommt man mit Rouge also von einer ganz anderen Seite. Okay. Unter Wasser ist doch bestimmt ein... Okay, da gibt es erstmal einen Schalter. Ah, der hat jetzt bestimmt das Ding da hochgefahren. Jetzt kann ich da rein. Aber ich weiß gar nicht, ob da ein Dings ist. Ja, scheint gar nichts zu sein. Okay. Wo blinkt es hier? Gut. Der Raum des Eckfisch. Bestimmt hier drüber oder so. Okay. Noch eins höher. Nope. Hier blinkt's wieder. Wird es hier vielleicht gelb? Irgendwo? Irgendwie ja nicht. Wo soll denn der sein? Klar, ich könnte jetzt wieder den Hinweis nutzen. Aber ich dachte, dass ich mit dem... Ach komm. Roter Krieger. Roter Krieger. Ist das vielleicht nur ein Zufall, dass der hier blinkt und der ganz woanders getriggert wird? Oh, Schande. Toll. Da drüben geht er los, weißt du? Und hier ist er dann. Okay, der nächste muss jetzt aber vergraben sein, sonst wäre es komisch, wenn man... Sonst wäre es komisch, wenn man doch nicht die Dings bräuchte, um ihn zu bekommen. Oh, jetzt ist das blöde Ding wieder da. Aua. Kommt mir wieder so eine Sandsattacke rein. Ach, hier bestimmt. Okay. Hier wird's grün. Aua, jetzt. Bestimmt wieder in so einer. Hier. Ah ja, rot. Ach, leck mich. Mensch. Hier ist es rot. Wo denn jetzt genau? Vielleicht am Boden? Oh oh.
Ei des Kondors. What? Vielleicht? Was? Ach, hier. Ei. Gut. Dann höre ich kurz wieder den Part rein. Hoffe, dass jetzt lauter war und ich nicht zu leise geworden bin. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.